Naja, ein bisschen eingesperrt haben sie dieses Nixchen hier auf dem Brunnen in der Ehamgasse 5. Und wer jetzt noch nicht weiß, wo ich bin, kein Wunder, die Ehamgasse kennt man wahrscheinlich nur in Simmering. Und in diesem Bezirk bin ich heute unterwegs. Ja, wo wir schon bei Brunnen sind, quasi ums Eck in der Geislerbergstraße 62 bis 64 haben sich diese drei Vögel rund um einen Brunnen versammelt. Es sind Pelikane. Ja, und wen haben wir denn da an der Geiselbergstraße 56? Einen Weichensteller. Am Johannesstöckel steht dieser Heilige, logisch Johannes von Nepomuk, als Brücken- und Wegheiliger. So, dieses Mosaik an der Hofgasse 2 habe ich euch zunächst einmal querformatig präsentiert. Es ist allerdings hochformatig, aber fürs Videoformat ein bisschen schwieriger. Und in der Zipperer Straße 14 ist offensichtlich Gartenarbeit angesagt. Ja, und die Zipperer Straße 22 bietet quasi die Fortsetzung der dortigen Hausnummer 14. Gartenarbeit oder in dem Fall Bauernhofarbeit, und mit Musik geht alles besser. Der Gemeindebau Strindberggasse Nummer 2 hat diese Reliefs von arbeitenden Menschen anzubieten. Ihr Name ist Flora. Das erkennt man an den Blumensträußchen, dass sie sich so züchtig vor den unbekleideten Leib hält. Und ihre Adresse ist Rinnböckstraße 49 bis 53, Vulgo Zipperer Gasse 16. Ob eingesperrte Vögel in einem Käfig, in einem Kindergarten so die richtige Symbolik sind, darüber kann man diskutieren. Rinnböckstraße 47. Von welcher Seite hättet ihr sie denn lieber, diese... Naja, der Künstler taufte es einfach Figur. Adresse Molitor. Der Planer Sinn, der arme Kraft, vermögen zwiefach sich zu lohnen. Denn nur wo man uns Arbeit schafft, könnt ihr mit euren Kindern wohnen. Dieses sinnvolle Gedicht auf die Bauarbeiterbranche findet man an der Molitorgasse Nummer 4. Und nur unweit davon, in der Rinnböckstraße 16, spielen diese Löwenbabys, geschaffen von keinem Geringeren als Alfred Rdytschka. Ohne Titel beließ der Künstler sein Kunstwerk in der Simmeringer Hauptstraße 40, was schade ist, also versuche ich mal, dem Kunstwerk jetzt einen Titel zu geben. Ich sage mal Roboter. Auf das Simmeringer Hart hat's einen Schneider verwahrt. Dieses Spottsprüchel ist schon lang bekannt in Simmering. An der Lörrestraße Nummer 33 ist es auch an die Wand gemosaikt, könnte man mal sagen. Also die aus der Zauberflöte sind's mal nicht, denn die sind nur drei. Deswegen heißt diese Figurengruppe in der Lörrestraße 35 bis 37 auch vier Knaben. Dieser Märchenbrunnen befindet sich im Herderpark am Herderplatz. Und welches Märchen es sein soll, ist hier relativ schwer festzustellen, denn was man erkennen kann, ist eine Nixe. Ganz schön stark dieser junge Mann bändigt gleich zwei Wildpferde auf einmal. Zu finden ist er an der Ecke Grillgasse 35, Herbortgasse. Den schlichten, einfachen Titel Familie hat diese Natursteinplastik vor dem Gemeindebau Römerstalgasse 9 bis 17. Stehende weibliche Figur, durchs Bild gehende weibliche Figur, vor dem Gemeindebau Lorestraße 58. Pfarrer bekommen ja im Allgemeinen eher selten Denkmäler. Dieser hier, Anton Stilling, der Pfarrer der Hasenleiten, bekam eines, und zwar Ecke Lorestraße, Fickeistraße. Diese Türme gehören der größten Simmeringer Kirche, nämlich jener am Enkplatz. Und gleich nebenan ist auch das verwaltungstechnische Zentrum des Bezirkes.
An der Dittmanngasse 2 finden wir dieses Mosaik. Ich würde es mal als Lebensbaum bezeichnen. Der Gemeindebau Simmeringer Hauptstraße 102 bis 104 hält einige kleine Rätsel für euch bereit. Zum Beispiel jenes. Welcher dieser vier Springbrunnen ist denn nun der kleinste und der größte? Das zweite Rätsel betrifft diesen fliegenden Gänseschwarm. Die Frage ist, wo ist Nils Holgersson? Tja, und im Hof des Gemeindebaus Hugogasse 20 ist das wohl nicht der Hugo, aber ein Junge mit Bären, also Knabe mit Bären, heißt die Plastik. Offenbar ist jener Herr am Hause Sedlitzkigasse 43 ein gewisser Herr Sedlitzki, wobei ich jetzt noch nicht ganz ersehen kann, was der vom Beruf wohl war. Ja, und was einem kleinen Stadtstreicher so alles begegnen kann, das haben wir bei diesem weghoppelnden Langohr gesehen, der sich hier im Hintergrund verabschiedet. Im Hof Mautner-Markhof-Gasse Nummer 10 steht hier dieser sogenannte Plastikenzaun. Ja, und hier stellt unser Meister Lampe schon wieder die Lauscher auf. Wildtiere im Gemeindebau. Ebenfalls in diesem Gemeindebau befindet sich diese Reliefwand mit dem Namen, auch klar ersichtlich, Türkenlager. Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar, hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Naja, Pumuckl ist ja tatsächlich die Kurzform von Nepomuk und dieser Nepomuk steht an der Hausmauer Mautner-Markhof-Gasse 63. Quack, quack, also diese große goldene Kugel, die hole ich nicht wieder aus dem Brunnen raus. Da verlange ich Gewichtszulage. Ja, und unser Froschkönig steht vor Kaiser-Ebersdorfer Straße Nummer 2. Das ist die Pfarrkirche Kaiser-Ebersdorf. Und an der Wand derselben befindet sich jenes Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Wie wird wohl eine Skulptur heißen, die bei einem Bad steht? In dem Fall beim Simmeringer Bad in der Florian-Hedorfer Straße 5 beim Haupteingang. Natürlich Wellenbrandung. Na, ein bisschen klein ist es schon geraten, dieses trojanische Pferd in der Florian-Hedorfer Straße 30. Außerdem, wo sind die Griechen? Auch dieses Kunstwerk hat einen etwas merkwürdigen Namen. Es heißt schlicht und einfach sphärisch-kreatürlich. Ja, der Name dieser Skulptur scheint aufgelegt. Öffnung. Sie befindet sich unter der Kirche Lindenbauergasse. Dieses Mosaik einer Jagdszene finden wir an der Kaiser-Ebersdorfer Straße 64, Ecke Franz-Brinke-Gasse. Ecke Rehak-Gasse 9, Pantuchek-Gasse, steht diese Serpentinplastik namens Architektur Steinhomo. Mir würde dazu einfallen, frei nach Johann Nestroy, zu Ebener Erd und im ersten Stock. Die Fantasie des Betrachters ist auch bei dieser Skulptur am Miltnerweg 9 gefragt. Ich lasse euch mal ganz kurz raten und löse auf. Es nennt sich Rat der Alten. Vom alten Kaiser Ebersdorf ist auch noch einiges erhalten. Und zwar hier einmal dieser Gnadenstuhl, Kaiser Ebersdorf Straße 271. Und schräg gegenüber vor Haus Nummer 306 die Georgskapelle mit dem Drachentöter. Diese Bronzeplastik an der Ettrichstraße zwischen Höftgasse und Walliergasse nennt sich schlicht und einfach Widerstand. Sieht auch recht stachelig aus. Ein schön bunter Pinguin auf einem Wasserball, das finden wir am Moorhofer Weg 7. Das Cholera-Kreuz oder Graf-Nobili-Gedenkkreuz hinter der Thürlenhofstraße 19 erinnert an die Cholera-Toten eines Infanterieregiments aus der Monarchie.
Tündelhofstraße 23 bietet einiges Nettes zum Ansehen. Zum Beispiel den kristallförmigen Pfeiler, dieses Fabeltier, und auch noch Fische. Wisst ihr, was ein Kyklop ist? Er hat nur ein Auge, stammt aus der Odyssee. Diese Mauer hier heißt Kyklopenmauerwerk und befindet sich in der Tündelhofstraße 20 bis 24. Ebenso wie diese Keramikplattenwand namens abstrakte Gestaltung. Diese Stahlgussplastik in der Pantocek-Gasse Miltnerweg 18 nennt sich schlicht und einfach Aggression. Ist euch bis jetzt gar nichts abgegangen bei unserem Rundgang durch den 11. Bezirk, der fast schon zu Ende ist? Natürlich, ihr seht es an den Bildern im Hintergrund, die Gasometer, diese auf einzigartige Weise von vier berühmten Architekten revitalisierten früheren Gasbehälter. Die Gasometer selbst sind schon 125 Jahre alt. Hauptsächlich befinden sich jetzt Gemeindewohnungen darinnen, aber genauso eine Zentralbibliothek von Wien oder natürlich viele Geschäfte. Die vier Architekten, die die Gasometer innen gestalteten, denn außen blieb ja die Außenmauer stehen, waren beim ersten Gasometer der Franzose Jean Nouvel, beim zweiten das Duo Coop Himmelblau, beim dritten Manfred Wedorn und beim vierten Wilhelm Holzbauer. Und jetzt nichts wie ab nach Hause.